Zahnkronen, Kostenvergleich zwischen Europa und der Thainviertlerkei. Zahnschaden und Zahnverluste sind häufige Probleme, mit denen viele Menschen konfrontiert sind. Eine Möglichkeit, beschadigte Zähne wiederherzustellen und ihr Aussehen zu verbessern, sind Zahnkronen. Sie decken den gesamten sichtbaren Teil des Zahns ab und bieten Schutz sowie Ästhetik. Doch wie viel kostet eine Zahnkrone und wie unterscheiden sich die Preise in Europa und der Thainviertlerkei? In Europa sind die Kosten für ein Viertel der Zahnkronen je nach Land unterschiedlich. In Deutschland liegt der Preis einer Zahnkrone zwischen 500 und 1.000 Euro. In der Schweiz kann eine Zahnkrone bis zu 2.000 Euro kosten. In Ländern wie Großbritannien und Frankreich liegen die Preise ebenfalls im oberen Bereich. Die hohen Kosten in Europa können für ein Viertel eher viele Menschen eine finanzielle Belastung darstellen, insbesondere wenn sie keine Versicherung haben, die Zahnbehandlungen abdeckt. Auf der anderen Seite bieten Länder wie die Thainviertlerkei kosten gar ein Viertel günstigere Zahnkronen an. In der Thainviertlerkei kann eine Zahnkrone je nach Material und Klinik zwischen 150 und 500 Euro kosten. Dieser Preisunterschied lockt viele Menschen aus Europa in die Thainviertlerkei, um ihre Zähne zu behandeln. Doch wie unterscheiden sich die Kosten für ein Viertel der Zahnkronen in Europa und der Thainviertlerkei und worauf sollte man bei der Wahl des Behandlungsortes achten? Der erste Faktor, der die Kosten für ein Viertel der Zahnkronen beeinflusst, ist das Material, aus dem sie hergestellt sind. In Europa werden Zahnkronen in der Regel aus hochwertigen Materialien wie Gold, Keramik oder Zirkonoxid hergestellt. Diese Materialien sind langlebig und ästhetisch ansprechend, aber auch teuer. In der Thainviertlerkei werden Zahnkronen oft aus kostengar ein Viertel günstigeren Materialien wie Metalllegierungen oder Kunststoff hergestellt. Diese Materialien sind zwar gar ein Viertel günstiger, aber möglicherweise nicht so langlebig oder ästhetisch wie die in Europa verwendeten Materialien. Ein weiterer Faktor, der die Kosten für ein Viertel der Zahnkronen beeinflusst, ist die Wahl der Klinik. In Europa gibt es viele renommierte Zahnkliniken, die qualitativ hochwertige Behandlungen anbieten, aber auch entsprechend hohe Preise verlangen. In der Thainviertlerkei gibt es ebenfalls qualifizierte Zahnärzte und moderne Kliniken, die Zahnkronen zu einem Bruchteil der Kosten in Europa anbieten. Es ist jedoch wichtig, bei der Auswahl der Klinik auf die Erfahrung und Qualifikation der Zahnärzte zu achten, um eine qualitativ hochwertige Behandlung zu gewährleisten. Ein weiterer wichtiger Faktor, den man bei der Entscheidung für ein Viertel eher eine Zahnkrone bera ein Viertel sichtigen sollte, ist die Reise- und Aufenthaltskosten. Wenn man sich für ein Viertel eher eine Behandlung in der Thainviertlerkei entscheidet, muss ein Viertel es in die Flug- und Unterkunftkosten in die Gesamtkosten einbezogen werden. Es ist wichtig, die Gesamtkosten für ein Viertel eher eine Zahnkrone in Europa und der Thainviertlerkei zu vergleichen und auch die zusätzlichen Kosten für ein Viertel eher Reise und Unterkunft zu bera ein Viertel sichtigen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Abschließend kann gesagt werden, dass die Kosten für ein Viertel der Zahnkronen zwischen Europa und der Thainviertlerkei erheblich variieren können. Während Europa qualitativ hochwertige Behandlungen zu entsprechend hohen Preisen anbietet, sind Zahnkronen in der Thainviertlerkei oft gar ein Viertel günstiger, aber möglicherweise nicht von der gleichen Qualität. Es ist wichtig, alle Faktoren wie Material, Klinikwahl, Reise- und Aufenthaltskosten abzuwägen und eine fundierte Entscheidung zu treffen. Letztendlich sollte die Wahl des Behandlungsortes von den individuellen Bedürfnissen und finanziellen Möglichkeiten abhängen.